Hinter dieser einfachen Holzbox verbirgt sich der Teil eines wahren Schatzes. Der 2 Meter lange Schädel eines Dinosauriers. Mit weiteren 200 Knochen ergibt dies das weltweit größte Exemplar eines Triceratops. Bevor das 8 Meter lange Skelett des Pflanzenfressers in Paris versteigert werden soll, können Dinosaurierfans Big John in den Ausstellungsräumen des Hotel Drault bewundern. Eine einmalige Gelegenheit. Das sind Stücke, die in ihrer Struktur ganz außergewöhnlich sind. Ein Dinosaurierwirbel ist fast ein Kunstwerk. Warum? Weil man dieses Stück berührt und weiß, dass es ein Tier ist, das vor 65 Millionen Jahren gelebt hat. Also etwas aus der Vergangenheit unseres Planeten. Etwas, das uns völlig fremd ist. Aber auf der anderen Seite ist es da. Man kann es berühren. Es ist zu uns gekommen. Das Skelett des Triceratops mit der seltsamen Halskrause und seinen 3 Hörnern wurde 2004 im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt. Restauriert wurde es im italienischen Triest. Die Auktion ist für den 21. Oktober angesetzt. Il est impossible de trouver un fossile complet à 100%. Es ist unmöglich, ein 100% vollständiges Fossil zu finden und dieses hier ist zu etwa 60% vollständig. Die fehlenden Teile wurden mit Harz ergänzt, was man mit bloßem Auge erkennen kann und vor allem, was man spürt, denn der Stein ist kalt und das Harz ist warm. Also hier ist es kalt, hier ist es wärmer. 10 mögliche Käufer soll es bereits geben. Das Auktionshaus rechnet mit einem Erlös für Big John von rund 1,5 Millionen Euro.